Da sind wir wieder mit unserem Let's Play Magica auf der Brücke von und zu des Todes. Wo sind sie denn? Weiß ich nicht. Ach, ich glaube, ich habe sie mit dem großen Stein kaputt gemacht. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich die hier auch mit dem großen Stein kaputt machen kann oder ob wir die Hebel benutzen müssen. Bam, ja, wir müssen den Hebel benutzen. Aber jetzt kommen doch da drüben kommen doch bestimmt Gegner. Was wäre ich für ein Zauberer? Wir hätten hier einfach uns rüber teleportieren können. Was wäre ich für ein Zauberer, wenn ich die mit der Hand benutzen müsste? Hallo? Ah, warte mal, ich bin schon da. Ich bin schon da. Warte mal, nee, ich mach das mal anders. Und zwar nehme ich ein Feuer mit rein, damit es eine Bombe wird. Jetzt platzt die Bombe. Warte, ich mach mit, warte. Bam! So muss das aussehen. Reicht nicht. Na, den hat's nicht richtig erwischt. Bam! Der wurde zerfetzt. Also, es ist auch erstaunlich. Nee, der hat nicht fallen lassen. Es ist auch erstaunlich dafür, dass wir das Spiel ja schon mal durch haben, dass wir jetzt noch immer, ich sag mal so, so eine Art neue Lieblingskombination entdecken. Können wir die Dinger anzünden? Oh. Du den Süden, ich den Norden. Oder sowas in der Art. Bam! Ich hab Tab gedrückt. Und ja, ich weiß, dass ich brenne, Leute. Das ist mir ziemlich egal. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern, die Gegner zu besiegen. Okay, und ich sollte vielleicht ein bisschen weniger darauf achten, ein bisschen mehr darauf achten, mich nicht selber zu zerstören. Wieso haben wir keine Schilder? Bist du tot? Nö. Bam, jetzt haben sie keine Schilde mehr. Ich brauche unbedingt eine bessere Nahkampfwaffe. Achso, ich brenne schon wieder. Oh, ich auch. Kannst du mal bitte? Dankeschön. Auch wenn ihr euch gegenseitig platt macht. Was echt nett ist, aber ich brenne schon wieder, habe ich gemerkt. Ja, die mit ihren Feuerfeuern sind echt nervig. Da oben kommen noch mehr, verdammt. Heil dich mal ein bisschen. Geht gerade nicht. Ich habe, müsste ich Zunichtung spammen. Kannst du mal bitte Zunichtung spammen? Das war Zunichtung. Ah. Dann war ich zu weit weg. Ja, jetzt. Jetzt bin ich tot. Stirb bitte nicht. Du brennst. Beleb mich wieder. Dankeschön. Verdammt! Hat ja fast geklappt. Die Idee war gut. Aber unsere Arme waren zu kurz. Ja. Sind eigentlich unsere Lebensleistung. Ich meine, wer fängt denn auch einen Zwei-Fronten-Krieg an? Hm. Das ist schon mal schön. Weg da. Bam! 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 So, jetzt voll stone-powered. Ja, wenn du noch deine Blitzrobe hättest, könnten wir einfach... Ach so, verdammt, das funktioniert ja nicht. Passt schon. Machen keinen Schaden, wieso machen keinen Schaden? Weil die Schilder haben. Hey, ich wollte eigentlich nur dich heilen. Ist er tot? Ja. Ich will mir ein Feuerschild geben. Das ist eigentlich eine echt geniale Idee mit dem Feuerschild. Ich bin tot. Ich sollte auf mein Leben achten. Da, bitteschön. Ich brenne.
Renne ich? Okay, nee. Mein Schwert ist nicht wirklich hilfreich. Könntet ihr mich bitte mal... Wie sie alle bei mir in der Nähe stehen bleiben, um sich zu healen, finde ich nicht nett. So. Diesmal sieht's besser aus. Ah, nicht! Entschuldigung, nicht auf dich, genau. Wieso habe ich ein Lebensschild? Ich weiß nicht, warum du eine Lebensresistenz mitnehmen wolltest. Entschuldigung. Da bist du wieder. Nein, nicht Lebensbomben. Nein, ich bin nicht Elektro-Ding. Das ist Elektro-Ding nur in eine Richtung, Carsten. Ja, habe ich auch gemerkt. Renn weg, solange du noch lebst. Komm schon. Ja, jetzt ist gerade so ein bisschen Chaos hier. Aber... Warum nutzen wir eigentlich nicht viel häufiger den Teleport? Ja, ich weiß, dass ich... Da liegt ein Eisschwert. Scheiße. Zunichtung? Was war Zunichtung? SE. Bam, Entschuldigung, aber ich muss gerade mal zunichten. Du hast ein Eisschwert, ne? Genau, sehr schön. Ich mach, was ich kann. Verdammt. Das war gar nicht mal geplant und war jetzt auch nur Glück, dass das geklappt hat. Sollte hier irgendwo noch ein zweites Eisschwert gleich rumliegen. Oh, das wäre sehr schön. Puh. Du hast noch deinen Sarumans Stab da. Ja. Warum habe ich kein zweites Eisschwert? Ich will auch ein Eisschwert haben. Wir kriegen ja nachher noch welche. Könntest du bitte stehen bleiben? Danke. Ich habe irgendwie ein Lebensschild aus irgendeinem Grund. Das ist ziemlich blöd ist. Hä? Wieso? Du meinst, in welche Richtung mussten wir jetzt? Ah, so war das. Genau, so. Halt, will da hochgehen, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo wir lang müssen, aber... Sieht nämlich aus, als ob wir nach unten müssen. Nee, ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, da kommt die Brücke. Weißt du, die Brücke. Oh, die Brücke. Ja, und ja, du hast das Eisschwert. Das Eisschwert. Ah, guck mal. Oh nein. Das ist die Magie. Ja, die sollten wir nicht unbedingt gleich nutzen. Die Phönixbeschwörung ist zwar etwas mächtig, kann man nicht sagen, aber auch sehr gefährlich. Man muss den Teleport sehr schnell zur Hand haben. Ach so, mit Teleport. Das hatten wir auf die Idee. Warum sind wir nicht eher auf die Idee gekommen? Oi. Nee, ist doch nicht das, was ich dachte. Das wäre ganz nett, wenn du mich nicht töten würdest. Hatte ich auch nicht vor. Du bist ja nicht so ein Eisriese hier. Um mal die Flüssigkeit zu sparen. Doch, ja, ja. Genau. Die Stelle... Erstmal, dass wir gescheitert waren, ne? Ja, in unserem Playthrough war das, glaube ich, der erste richtige Rage Quit. Achtung, geh mal ein Stück zurück. So kann man das natürlich auch machen. Das Problem ist, wir können die Brücke nicht blockieren. Das heißt, wir können nicht einfach jetzt die Gegner triggern. Das heißt, du kannst die Brücke auch runterfahren lassen. Das war kein Teleport. Ja, wir müssen uns gut vorbereiten. Nicht zu nah rangehen, dass wir nicht zu viel auf einmal triggern. Ja. Wir haben jetzt den Teleport, das heißt, wir können mit Schilden arbeiten. Nicht so viel auf einmal triggern. Da kommen welche aus der Höhle raus. Genau, ich trigger die aus der Höhle mal raus. Hallo? Höhlengoblins? Feuerschild. Ja, warte mal. Schild. Rundumschild. Erstmal boosten.
Die sind ziemlich gut, was meine Schildausdauer anbelangt. Guck mal, ob du den Bombentyp noch ein bisschen weglenken kannst. Was hältst du davon, wenn ich ihn töte? Ja, das geht auch. Da ist ein Eisschwert übrigens. Sehr schön. Wo? Ich sehe es gar nicht. Hat der Typ hat vielleicht eins, aber ich sehe keins. Ja. Dann rechts liegt auch noch eins an dem Baum. Hier drüben. Warte mal. Genau, hä? Wo ist da ein Eisschild? Hier direkt am Baum liegt eins. Wird mir nicht angezeigt. Hier an dem Baum, wo ich stehe. Ja, versuch's mal ein bisschen nach. Ah, jetzt sehe ich das andere. Okay, sehr schön. Das halt. Zu meinen Altes nehmen. Frostspalter, sehr schön. Also, Leute, ich weiß nicht, hattest du das schon gezeigt? Nee. Die Klingen der Goblin-Hauptmänner sind so kalt wie ihre Herzen. So absolut kalt. Körpermittel, Schadenstyp und friert Ziele ein. Und das ist eine der besten Waffen, finde ich. Im Nachhinein, auch später noch. Das Blitzschwert ist auch nicht schlecht. Moment. Das Feuerschwert auch nicht. Die Feuerklinge hatten wir Warte mal. Schon. Ja. Natürlich habe ich es geschafft noch. Das reicht nicht. Ach, das hat ziemlich gereicht. Du brennst übrigens. Ja, ich merke schon. Ah, verdammt, du bist nicht drin. Kein Problem. Ach, komm schon! Warum habe ich mein eigenes Magieschild? Pump du mal das Schild auf. Oh, verdammt. Jetzt nochmal. So, zack, 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 zack. Jetzt kannst du schnell rein. Schnell rein. Den Hass kann ich rein. Oh, ach so. Hau mal Barrieren drauf, genau. Das war schlau. Was hast du gemacht? Lebensbomben? Ja. Wow. Bisschen Feuer damit rein müssen. Ich weiß gar nicht, warum die einfrieren. Achso, die werden von ihrer eigenen Pumpe getroffen. Ja, wenn die Goblin-Hauptmänner ihre Frostschwerter benutzen, dann ist aus. Du hättest auch viel häufiger deinen Stab einfach einsetzen können. Genau, solange die am Schild beschäftigt sind, dann ist das ja alles kein Problem. Feuerschild. Schlau. Ja, ja, die Feuerteile sind einfach nur nervig. Au. Das Eisschild ist übrigens auch in den Händen der Gegner gefährlich, ne? Ach was. Ach, du bist schon wieder tot. Ja. Natürlich nicht, wenn man weiß, dass man sein eigenes Eisschwert einfach nur... Oh, die haben Schilder, natürlich. Solange die eingefroren sind, bringt das nichts. Lass mal auftauen. So ungefähr. Sehr schön. So, lass direkt in die Schwerter rennen. Die müssen direkt in die Schwerter rennen. Hm. Könntest du versuchen, mich nicht mitzutöten? Dankeschön. So. Ich kann es probieren. So. Aber ja, ich sollte meinen Stab wirklich öfters mal nutzen. So. Ich meine, wir kriegen Angst später, glaube ich, selbst auch noch als Zauber. Ja. Geh mal da weg, genau. Oder so. Ich glaube, der sollte eigentlich da oben stehen. Okay. Warum ist hier eigentlich ein Weg? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da geht's nicht weiter. Was Oder? Hast du? Doch. What the fuck, hier geht's weiter. Moment. Liegt hier was? Irgendwo geht's hier weiter, bestimmt. Vielleicht ist da noch irgendwo eine Magik versteckt. So. Nein. What the fuck? Da war ein Abgrund. Wir haben einen Glitch gefunden, Leute. Sehr schön. Ich bin noch in der Map. Nein, natürlich.
Das wollte ich gerade machen. Wir hätten das Ding auch einfach zerstören können mit dem Stein, dann wär's kaputt gegangen. Nee, geht's nicht. Haben wir doch erst schon probiert. So, hol du mal die Gegner her. Genau. Mach QFASA oder so. Nicht zu nah am Schild, weil sonst zerstört's mir das Schild. Und mach dein Feuerschild mal, du brennst. Mhm. Komm rein zu mir, bekommst du Leben. Oder so. Ist halt blöd, dass man sich beim Steinschild nicht heilen kann. Oh. Da habe ich den Heilwunsch mit einberechnet. Feuerschild und dann auf die einfach drauf kloppen. Ja. Kam aus der Höhle eigentlich schon jetzt was raus? Nein, ich glaube nicht. Geh mal näher an die Höhle ran. Nah genug? Ja, aber da scheint auch nichts zu liegen. Ja. Dann kam da anscheinend doch schon was raus. Ja, oder so. Ja, ich weiß, aber ich wollte dir gerade... Na klar, töte mich ruhig. Oh Gott. Einfach mal ein ASA, QSASA, genau. Oder so. Bam, gleich explodieren noch die Bomben von denen. Und da war der Schild weg. Oh, einer hat's reingeschafft. Oh je. Okay, ich treffe nur ihn. Nein, ich treffe dich auch ein bisschen, aber... Aber er ist eher tot, ich habe ja meinen... Ich helfe mal kurz mit dem Boosten, ne? Ja, ihr hört das vielleicht jetzt mal ein bisschen. Okay. Da ist noch ein Bombenwerfer-Typi. So, den Kampf machen wir noch schnell. Boah, ich hätte halt voll Bock auf Pommes, aber ich habe keine Pommes da. Und für Folienkartoffeln bin ich jetzt, für Kartoffelspalten selber machen bin ich jetzt zu faul. Au! Da war eine Bombe, die hab ich gesehen. Mit dem Feuerpfeil. Ich würde mal sagen, zack. Ich nehme mal hier den Frostspalter. Und klopp auch mal mit drauf. So. Und der Donnerkeil für den. Und dann haben wir doch alle. So. Dann können wir noch ein Stückchen weiter gucken. Ich glaube, da oben kommen noch ein paar. Moment, oder? Ich will noch ein bisschen. Wie gehen erstmal? Ja, natürlich kamen hier oben noch welche, oder? Wir gestorben. Ach nee, wir sind da rechts reingegangen, ne? Genau. Okay, das ist also. Wir sind kurz vor der Höhle. So wie es aussieht. Ah, okay. Das machen wir im nächsten Part. Machen wir dann im nächsten Part, Leute. Da treffen wir uns hier wieder. Ja. Wuhu. Bis dahin und tschüss. Tschüss.